Sie kommen mit nur wenig Habe und werden erstmal in Auffangeinrichtungen nahe der Grenze untergebracht. Migranten, die illegal über Polen nach Deutschland einreisen. Und es werden immer mehr. Der Chef der Gewerkschaft der Bundespolizei, Tegart, spricht von 14.000 Flüchtlingen, die derzeit noch in Polen warten. Er warnt deshalb wörtlich vor einem Kollaps an der Grenze und fordert vorübergehende Kontrollen. Hintergrund ist, dass Belarus aus politischem Kalkül offenbar immer mehr Flüchtlinge über Polen in die EU schleust. Sie haben es nach Deutschland geschafft. Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung im brandenburgischen Eisenhüttenstadt. Seit Juni ist die Zahl von Menschen, die über Weißrussland und Polen gekommen sind, sprunghaft angestiegen. Huesi ist einer von ihnen und sichtlich froh, es aus Polen herausgeschafft zu haben, wo er übel behandelt wurde, wie er sagt. Schlecht. Wir waren über eine Woche unterwegs mit Familie und Kindern. Wir haben die Polen um Wasser gebeten. Sie sagten nein. Ich sagte, ich gehe nicht weg ohne Wasser. Und dann hat er mich geschlagen. Hier, schauen Sie. Nun warten er und seine Familie darauf, dauerhaft untergebracht zu werden. Auch wenn vieles noch unklar ist, er ist dankbar. Allein seit August sind 4.300 Menschen unerlaubt über die Grenze gekommen. Brandenburgs Innenminister sagt, das Problem lasse sich weder in Polen noch in Deutschland lösen. Er fordert eine gesamteuropäische diplomatische Initiative und Druck auf den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko. Es kann nicht weiter sein, dass wir diesem Treiben von Belarus weiter zuschauen. Und nach meiner Überzeugung ist es so, ich war jahrzehntelang international und insbesondere in Osteuropa und Russland unterwegs. Nach meiner Überzeugung, wenn es einen Schlüssel für eine diplomatische Lösung dieser Krise gibt, dann liegt er in Moskau. Dankeschön. Bis dahin werden die Beamten an der deutsch-polnischen Grenze noch viel zu tun haben. Thomas Bittner in Potsdam. Von der polnischen Grenze kommen also mehr Geflüchtete nach Deutschland. Können Sie noch mal erklären, wieso? Ja, 2015, da war es ganz anders. Da kamen ja ganz viele Geflüchtete aus dem Süden in Deutschland an. Das ist diesmal anders. Sie kommen über Osteuropa. Es ist ja eigentlich nicht die natürliche, die geografische Route. Aber es gibt quasi ein staatlich organisiertes Schlepperwesen in Belarus. Der Präsident von Belarus lädt quasi Geflüchtete ein, nach Minsk zu kommen. Und dann kommen sie über Flughäfen, mit den Flugzeugen, über den Jemen, den Irak, über die Türkei, über Marokko direkt nach Minsk und werden dort sicherlich auch organisiert an die Grenze gebracht, um in die EU zu kommen. Und dementsprechend haben dann die Länder, die eine direkte Grenze zu Belarus haben, das Problem. Beispielsweise Litauen, über 4.000 illegale Grenzübertritte wurden da verhindert bereits durch verstärkte Grenztruppen. Und Polen verschärft auch den Druck an der Grenze. Es wird ein scharfer Zaun eingerichtet und es ist sogar von Pushbacks die Rede, die ja illegal sind. Was können Einreisekontrollen, wie sie die Gewerkschaft der Bundespolizei, die spricht ja sogar von einem möglichen Kollaps, Bundespolizei fordert, bei der Lösung des Problems bringen? Ja, es ist ja so, dass dann die eingereisten Flüchtlinge in Polen erstmal gar nicht weiter behandelt werden. Ihre Asylanträge werden auch nicht geprüft oder überhaupt aufgenommen. Und da, wo man angekommen ist und seinen Antrag gestellt hat, da muss man nach den Dublin-Abkommen dann auch bleiben. Aber weil Polen daran kein Interesse hat und im Grunde die Flüchtlinge dann einfach sich selbst überlässt und sie dann illegal nach Deutschland einreisen, das ist das Problem. Und das kann man mit Einreisekontrollen vielleicht lösen. Man kann aber auch die Menschen, die ja ihren Antrag in Polen gar nicht gestellt haben, nicht wieder nach Polen zurückschicken. Einreisekontrollen würden vielleicht etwas mehr Übersicht verschaffen, wer da eigentlich an der Grenze alles kommt. Aber man darf nicht vergessen, was Einreisekontrollen für Kollateralschäden hätten. Denn es gibt einen kleinen Grenzverkehr, es gibt einen Pendelverkehr zwischen Deutschland und Polen. Und es gibt viel Bewegung an der Grenze, die dann plötzlich unterbrochen wäre. Und natürlich gibt es auch ein Personalproblem. Wer soll diese Kontrollen übernehmen? Das müsste ja auch organisiert werden. Und es wäre auch ein schwieriges Symbol, wenn innereuropäische Grenzen jetzt wieder scharf kontrolliert werden. Heute beschäftigen sich auch die EU-Außenminister mit dieser Frage. Gibt es schon Vorschläge? Es gibt auf jeden Fall einen Vorschlag, dass man den Druck auf die Fluggesellschaften erhöhen kann. Denn wenn keine Flugzeuge aus den von mir genannten Ländern nach Minsk fliegen, dann ist dann auch kein Flüchtling mehr da, der dann über Belarus in die Europäische Union kommen könnte. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt wohl auch schon Fluggesellschaften, die ihren Verkehr in Richtung Belarus einstellen. Man kann den Druck, das haben wir gerade gehört beim Innenminister von Brandenburg, man kann den Druck vor allem über den Schlüssel Moskau erhöhen. Denn eins wissen alle, in Belarus wird nichts entschieden, was
was nicht vorher in Moskau zumindest diskutiert wurde. Wie werden die Geflüchteten zurzeit in Deutschland versorgt? Also wir haben ja gerade gesehen, Eisenhüttenstadt, die zentrale Aufnahme in Brandenburg, direkt an der deutsch-polnischen Grenze. Da gibt es zumindest eine Erstversorgung. Aber wenn ich höre, dass jetzt Zelte, beheizte Zelte errichtet werden, damit man 4.600 Flüchtlinge, Geflüchtete dort erst einmal notversorgen kann, dass sie maximal 2 Tage dort bleiben können, dann erinnert das ja an Zustände, die wir noch in Erinnerung haben. Es wird jetzt versucht, beispielsweise in der Umgebung von Eisenhüttenstadt Wohnungen oder ja, Wohnräume anzumieten, damit man die Lage etwas entspannen kann dort in dem zentralen Aufnahmelager. Und es gibt natürlich auch Zusagen aus anderen Bundesländern und aus den Landkreisen, dass sie Flüchtlinge übernehmen. Aber es ist natürlich alles eine Organisationsfrage. Es geht alles nicht einfach und es muss ja schrittweise angegangen werden. Es ist also kein einfaches Problem. Thomas Bittner, vielen Dank damit nach Potsdam.